An der Stelle ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute mal ein bisschen Storytime, ein bisschen Background zu meinem Char oder besser gesagt Chars. Vorweg, wenn euch das Video am Ende gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne eure Erfahrungen bzw. eure Erlebnisse in die Kommentare. Abonniert gerne den Kanal und ja, schaut auch gerne mal im Stream bei Twitch vorbei. In dem Sinne geht's los. Zuallererst mein erster Charakter. Ich habe angefangen kurz vor BC Release und den Char, den ihr jetzt hier gerade seht, ist tatsächlich auch der Ursprungschar, mit dem ich angefangen habe. Das heißt, ja, der Char gibt es immer noch, aber er hat ein paar Veränderungen im Laufe der Jahre und Add-ons durchlebt, kann man sagen. Und zwar habe ich zum Beispiel nicht wie üblich auf Horde-Seite angefangen, nämlich auf Ali-Seite und auch nicht auf dem Server Blackrock, sondern damals auf Ashara. Ashara war ein relativ großer Server. Viele gut bekannte Gilden im PvE-Bereich, Ivy AOD, ja, dann Seal damals war auch eine sehr gute bekannte Gilde. Zu Wrath of the Lich King dann nachher auch noch umso mehr. Undisputed, Hardcore Pornstar. Also auf jeden Fall kann man sagen, vergleichbar mit heute vielleicht Blackhand oder auch Blackrock in dem Sinne. Würde ich mich jetzt mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, das kann man ungefähr vergleichen. Oblivion natürlich auch nicht vergessen. Ja, wie schon erwähnt, war mein erster Char ein Ali und zwar war es ja jetzt nicht wie hier zu sehen, ein weiblicher Gnome, sondern ein männlicher mit dem wundervollen Namen Gnomeshi. Ja, einfach Gnomeshi. Hatte gar nichts mit Shane oder sonst wie was zu tun, das kam irgendwann viel später. Mein Char hieß damals wirklich Gnomeshi und habe dann zusammen mit einem Kumpel angefangen, der dann irgendwann immer größere Pausen gemacht hat und ich einfach ja, weiter durchziehen wollte und bin dann einfach, ich glaube, ab Level 45 oder so einfach komplett weiter durchgerusht. So, und dann relativ schnell, kann man sagen, habe ich dann auch das PvP-Spielen für mich entdeckt. Und ja, was man auch, denke ich, dann sehen kann, habe ich mich erstmal wirklich nur darauf konzentriert. Ich war auch so einer von den Typen, die dann vor Sturmwind rumhängen, dass ich dort duelliert haben. Viel Open World PvP gemacht und ja, waren auf jeden Fall coole Zeiten. War dann wirklich nur in BGs. Also ich habe so gesehen in, ich wollte schon gerade sagen, Ashran, im Altaraktal und im Arati-Becken oder auch halt der Kriegshimmelschlucht gelebt, gewohnt, kann man sagen. Also es ging nur rein, raus und so weiter und so fort. Und ja, am Ende ist dann das hier dabei rausgekommen. Mein erstes Mount, ist auch ganz witzig, war dann dieser blaue Roboschreiter. Das muss man sich mal überlegen. Mittlerweile sind knapp über 400 Mounts dazugekommen. Sie hat jetzt hier ein bisschen weniger. Und ich glaube, mein erstes Schneller war dann der, dieser hier, der schnelle weiße. Finde ich im Übrigen heute immer noch geil, vom Styling her. Und ich war so happy, wenn du dann endlich dieses Mount hattest und also diese ganzen Erlebnisse. Das ist auch ein Grund, weswegen ich Classic jetzt nicht nochmal spiele. Wie gesagt, ich habe es damals gespielt und ja, ich habe halt diese Erlebnisse so für mich dann noch im Kopf und will es einfach nicht nochmal spielen. Ja, und dann dadurch, dass ich die ganze Zeit PvP gemacht habe, war dann auch relativ schnell dann. Ist das der? Ja, es müsste der sein. Ich glaube, das war dann mein drittes Mount. Ja, und dann später folgten dann natürlich die ganzen anderen Kriegsmounts, die Städtemounts. Und so nahm das Ganze im Prinzip seinen Lauf.
Ja, ich habe dann wirklich sehr lange weiter PvP gemacht. Also auch zu Burning Crusade habe ich nicht wirklich viele Raids oder auch Dungeons in dem Sinne gesehen, sondern war dann eher in, weiß ich, ist das Halar? Dieses Halar-Becken, wer ist da am Rumperformen? Das müsste, ja, perfekt, kann ich gar nicht sehen. Ich meine, das müsste hier dieses Halar-Ding gewesen sein. Oder halt vor Dalaran, man kennt das noch. Dann diese Türme einnehmen, in der Höllenfeuer-Halbinsel. Solche Dinge dann. Ja, dann kam Wrath of the Lich King und ich habe das erstmal dann auch wirklich aktiv was anderes gespielt, hatte dann noch ein DK gemacht. Ja, und das geht mir jetzt ja hart auf die Eier hier mit der Tusse, die da am Performen ist. So. Ja. Bleiben wir einfach mal hier. Und erst wirklich zu Wrath of the Lich King habe ich dann auch angefangen und habe PvE gemacht. Direkt mit ja, Naxxramas bin ich dann eingestiegen. Und natürlich dann weiter über Ulduar und so weiter. Und da habe ich sogar noch Videos gefunden, wie ich damals unter dem Namen Gnomchi geradet habe. Damals noch unter der Gilde Nemesis Themis. Kleiner Ausschnitt davon. Und so ging es dann weiter mit Raiden bis ICC. Irgendwann Mitte ICC war es dann soweit. Aus persönlichen Gründen habe ich dann der Allianz den Rücken zugekehrt und habe dann tatsächlich zur Horde gewechselt. Und bin dann auch dort geblieben, habe da ein bisschen progressiver angefangen zu raiden. Kann mich leider wirklich gar nicht mehr genau an den Namen der Gilde erinnern. Diese gibt es heute auch nicht mehr. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung, aber man muss dazu sagen, zu der Zeit, ich war gerade, glaube ich, mit der Ausbildung fertig, habe Job gesucht und demnach ging das auch. Und ja, ich war jung und das war dann wirklich schon sehr. Ich nenne es jetzt einfach mal exzessiv. Habe dann meinen Char, ach im Übrigen, genau, zwischendurch vor ICC, habe ich dann auch das erste Mal, ne, es war glaube ich sogar zu PDK, beziehungsweise PDOK, habe ich dann aus dem Gnom, weil ich dachte, das passt nicht mehr, man wurde dann auch irgendwann älter, habe ich dann aus Gnomchi einen Menschen gemacht und dieser hieß dann Dirty Haze. Mein Cousin, der damals auch in der Gilde war, hieß Dirty Harry.
Ich habe eigentlich mit so Haze, mit Dope und dem ganzen Kram gar nichts zu tun gehabt, aber ich fand den Namen irgendwie cool. Und ja, so hieß ich dann als Mensch Dirty Haze. Wie gesagt, bin ich dann zur Horde gewechselt und dort hieß ich dann Still Alive. Und Still Alive war dann ein untoter Krieger, der dann zwischendurch auch mal ein Goblin war, was man gleich in dem Video sieht, nachdem ich mich dann zu, ich glaube, es war Cataclysm, ja, Cataclysm kam dann die epischen Schlachtfelder dazu. Ach, die epischen Schlachtfelder. Rated Battleground, meine ich. Also gewertete Schlachtfelder. Und habe mich dann einer PvP-Gilde angeschlossen, die ich dann auch später mitgeleitet habe, auf Ashara. Und ja, da haben wir auch ein lustiges Guild-Video. Da sieht man auch noch, dass ich ein Goblin war. Fight by my side. Gather my horse.
weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die. Und zu der Zeit war es ganz lustig, da haben wir das so gemacht. Wir haben uns dann mit einer guten PvE-Gilde quasi zusammengeschlossen und haben die Leute dann mit im RBG mitgenommen, sodass sie dann Rating, Mounts und so weiter bekommen haben. Und parallel durften dann Mitglieder von uns, die dann auch PvE interessiert waren, dann mit dieser Gilde raiden. Das war so quasi der Deal, ja, und zu MOP kam, glaube ich, danach. Wurde es dann schon irgendwie ein bisschen ruhiger mit der Gilde, was da auch wieder mit persönlichen Gründen zu tun hat. Hat es ja leider Gottes meistens, dass die Gilde, sagen wir mal, ein bisschen dann irgendwo auseinanderfiel. Und somit hatte ich dann die Idee, jetzt müsste man eigentlich schon wieder auf den anderen Char wechseln, weil das ist hier immer noch im Prinzip der Still Alive Char. Man hat ja gesehen, ich habe insgesamt mittlerweile drei Krieger. Und dann kommt als erstes wirklich der Name Shane ins Spiel. Denn der Ursprungscharakter Shane ist der, auf den ich jetzt gerade logge, war früher mal, der, auf den ich jetzt gerade logge, war früher mal ein Mensch-Mann. Und habe dann diesen Char auf dem Server Outland erstellt und habe mich dort der Gilde Honor Capped angeschlossen. Und dort ja exzessiv PvP gespielt. Es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Zeit. Ich blende mal so ein paar Sachen ein, was wir so gemacht haben. Wir haben zum Beispiel City Raids gemacht. Wir haben zum Beispiel dann später diese Server-Tour gemacht. Das heißt, wir sind dann auf Server gegangen, wie jetzt hier BlackRock, die komplett eigentlich zu 80, 90% nur aus Horde besteht. Und man konnte dann dieses Phasing machen, indem man Leute einlädt, was ja heute immer noch so ist, dass wenn man eingeladen wird, man verlässt quasi seinen eigenen Server und wird dann auf den Server des Gruppenleiters zum Beispiel transferiert, sagen wir mal. Ja, und somit konnten wir dann so Server-Hopping machen und dann immer Städte angreifen. Bestand dann im Prinzip daraus, dass wir einmal die Hauptstadt in MOP angegriffen haben, also diesen Schrein. Und danach dann nochmal nach Orgrimmar gegangen sind. Und wir haben uns dann auch immer verabredet mit anderen Gilden, haben dann dort Kämpfe gemacht und haben dann zum Beispiel auch diese typischen Pre-Mates, was man heute noch kennt, wenn man zum Beispiel in Ashran oder ins Alterac-Tal geht. Im Alterac sind wir dann zum Beispiel direkt Richtung Hordefriedhof gelaufen, statt dass man aneinander vorbeiläuft und hat halt einfach direkt mit Gezerge angefangen. Und war auf jeden Fall eine coole Zeit, muss ich wirklich sagen. Also hat echt Spaß gemacht. Damals gab es dann auch noch diese typischen City Raids, was ja heute gar nicht mehr gibt. Das heißt, es war auch dann immer so ein Schlag ins Gesicht, ne? Wenn dann die Horde mal vorbeikam. Man wollte dann immer so seine Stadt verteidigen. Früher war das auch noch üblicher, dadurch, dass meistens dann Horde-Allianz irgendwo so ein bisschen ausgeglichen waren. Und dann war das halt so ein bisschen Schmach, ne? Wenn dann irgendwie der Server es nicht geschafft hat, quasi seinen Boss oder seine Stadt so zu verteidigen. Wie gesagt, ansonsten haben wir uns auch mal so auf Feldern getroffen, ähnlich wie ja, im Fußball irgendwelche Ackerfights. Haben uns dann verabredet, haben vorher die, ja, die Anzahl der Leute klar gemacht und ja, dann gab es quasi dann immer Kämpfe um mehrere Runden und ja, bis dann im Prinzip keiner mehr übrig war. War super lustig, habe ich so auch noch nie vorher gemacht und war auf jeden Fall auch mal eine coole Erfahrung. Ja, und wie gesagt, so gab es dann das erste Mal diesen Charakter Shane und das ist immer noch dieser hier, der mittlerweile eine Frau war, der auch mal zwischendurch ein Ork war, männlich, dann auch mal ein Maga
und auch mal ein Ork weiblich. Danach folgte dann eine größere Pause nach MOP, das heißt, ich habe kein Warlords of Draenor gespielt und auch kein Legion und habe dann erst zu ja, fast Ende MOP, also zu Königin Ashara, habe ich dann wieder mit BFA angefangen. Und ja, das würde ich sagen, wäre dann ab da Thema im nächsten Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Damit ihr auch nicht verpasst, wenn das neue Video hochkommt. Und in dem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag und bis dahin. Zang, zang.